Trainingsunfall hat den Markkleeberger ausgebremst. Vor einer Woche war er mit seinem Mountainbike schwer gestürzt, musste operiert werden. Wie lange die Zwangspause andauert, ist ungewiss. Es sollte eine lockere Trainingsrunde mit Freunden an einem Sonntagnachmittag sein. Für Robert Förster endete sie im Krankenhaus. Wir sind eine Bergrunde gefahren und als ich um die Kurve gekommen bin, war dann ein tiefes Loch, wo mein Fahrrad stecken geblieben ist. Und ich bin dann über den Lenker abgestiegen, wie man so schön sagt, mit dem Knie am Lenker hängen geblieben und das Knie war dann leider offen. Am Freitag wurde er aus dem Krankenhaus entlassen. Die Spuren der OP sind noch deutlich zu sehen. Das größte Problem ist die Schwellung im Knie. Hochlegen und schonen, sagt der Arzt. Doch der Markkleeberger ist mit seinen Gedanken schon weiter. Ich hoffe, dass ich nach 4 bis 6 Wochen wieder aufs Fahrrad steigen kann und zumindest mein Training irgendwie wieder aufnehmen kann. Aber das Ganze hängt natürlich vom Heilungsprozess ab. Auch die Neuseen-Classics stehen wieder im Rennkalender von Robert Förster. Letztes Jahr ist er hier Dritter geworden. Er lebt seinen Sport. Nichts tun langweilt ihn. Man kann Buch lesen, man kann Fernsehen gucken, man kann alles machen. Aber am Ende befriedigt einen das natürlich nicht. Man will raus, man will wieder Radfahren. Man sieht, dass draußen teilweise schönes Wetter ist. 4 Wochen Ruhe muss er sich gönnen. Dann hofft Robert Förster, wieder voll in die Pedale treten zu können.